Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Heute mit dem Videothema: Ist Amazon noch profitabel oder ist Amazon FBA bereits tot? Und wieso kommen Leute darauf? Ich lese hier immer wieder solche Fragen unter den Videos und ich habe mir mal die meisten Punkte zusammengeschrieben, die Top 8 Punkte. Und wir gucken uns hier in dem Video an, wieso Leute die Annahme haben, und wir untersuchen mit Fakten, wie es tatsächlich ist. Und ein Fakt ist auf jeden Fall: ja, es wird immer schwieriger anzufangen und am Anfang steht, ein Amazon-Account überhaupt aufzumachen, und das ist für viele die erste überwindbare Hürde. Ich habe es mir mal ausgeschrieben: du musst ein Ausweisfoto raufladen, einen Kontoauszug zum Nachweis, deinen Gewerbeausweis raufladen, eine UST, eine Umsatzsteuerbescheinigung vom Finanzamt holen und eine Abbuchung von deiner Kreditkarte gewähren, eine Videokonferenz mit Amazon führen. Und das ist damit eine ganze Menge, was Amazon verlangt. Und ich kann dir sagen, das wird jedes Jahr nur mehr werden. Amazon wächst als Plattform. Die haben zu Behörden auch immer mehr Verantwortung. Deswegen ist es nicht mehr wie früher, wie du dich einfach registrieren konntest, Ware auf Amazon werfen und dann wurde es verkauft. Als ich mich bei Amazon angemeldet habe mit meinem Verkäuferkonto, musste ich gar nichts nachweisen. Es war wirklich nur registrieren und loslegen. Und deswegen kann ich dir sagen, wird es auch nie mehr so einfach wie heute, obwohl es schon so viel zu tun gibt. Du kannst davon ausgehen, dass jedes Jahr noch mehr kommt. Wenn du ernsthaft überlegst, dir einen Amazon-Verkäufer-Account zu holen, dann hol es jetzt, weil das wird nur komplizierter und den Rest fühlen wir jetzt auf den Zahn. Also rauf geht's ins Video. Und wenn du das Video bisher noch ohne Abo schaust, dann klick unter dem Video auch auf Abonnieren und auf das Glockensymbol daneben und werde Teil der größten Amazon-Community hier im deutschen YouTube. Ist Amazon FBA bereits überfüllt? Gibt es einfach zu viele Verkäufer? Dem gehen wir hier auf den Grund und schauen uns die Argumente an und schauen uns an, was ich dazu finden kann im Internet. Punkt 1, den man hört, ist: Amazon hat bereits zu viel Konkurrenz, zu viele Händler versuchen die gleichen Produkte zu verkaufen und du hast keine Chance mehr als neuer Verkäufer dazwischen zu kommen. Und die Recherche der Zahlen dazu hat mich selber überrascht. Wie hoch die Zahlen tatsächlich sind, ein Amazon-Verkäufer, hätte ich tatsächlich selber nicht erwartet. Das gucken wir uns an. Und zwar steht dafür hier in einem Bericht von oberlo.com, dass Amazon aktuell tatsächlich 9,7 Millionen Verkäufer weltweit hat. Eine riesige Zahl. Der Artikel ist ja schon älter. Wahrscheinlich sind es schon 10 Millionen mittlerweile, weil das habe ich hier in einem anderen Artikel gefunden. Das ist nämlich jeden Tag 3.317 neue Verkäufer sind, die sich bei Amazon anmelden. Das ist eine Zahl, da fühlt man sich fast erschlagen. Aber gehen wir den Zahlen noch mal ein bisschen mehr auf den Grund, denn die Zahl der aktiven Verkäufer, die tatsächlich mindestens ein Produkt gelistet haben, sind gerade mal 1,9 Millionen. Das heißt, da haben wir schon fast 80% der Verkäufer konnten ausgeblendet, ausgeschaltet. 1,9 Millionen aktive Verkäufer gibt es auf Amazon. Ich muss sagen, das klingt aber trotzdem immer noch sehr, sehr, sehr hoch. Wenn du dir aber mal meinen Kanal anguckst, dann siehst du, wo der Trend hinliegt, wie diese Zahlen zustande kommen. Das Thema ist sehr populär. Mein Kanal hat aktuell, wo ich das Video aufnehme, 32.900 Abonnenten. Wenn du dir aber mal die Videos ansiehst, komme ich so auf 1.000, 2.000, 3.000, wieder 1.000, so zwischen 1.000 und 3.000 Views pro Video. Und das aus knapp 33.000 Abonnenten, müsste ich nicht bei so vielen Abonnenten automatisch auch mindestens 33.000 Views pro Video haben. Schön wäre es, ist aber nicht so, weil viele abonnieren, bleiben eine Zeit da, sehen, dass es doch etwas an Arbeit kostet oder haben Angst vor dem ersten Schritt und fallen raus, verlieren das Interesse. Deswegen schätze ich jeden von euch, der meine Videos hier schon mindestens seit einem Monat guckt oder zwei oder drei oder noch besser seit 4 Monaten dabei ist. Schreibt mal in den Kommentare, seit wann du dabei bist. Und der Trend bestätigt sich auch, wenn du mal schaust, wie viele Leute das überhaupt ernsthaft machen, weil unter den Verkäufern sind natürlich Leute, die das wie einen Flohmarkt sehen, die hier und da mal einen kleinen Teil privat verkaufen oder vielleicht mal irgendwas mit was Kleinem angefangen haben und es nie größer gezogen haben. Und so sind es gerade mal 50.000 Verkäufer,
die einen Umsatz von 500.000 im Jahr erreichen oder mehr. Und es sind gerade mal 200.000 Verkäufer, die es schaffen, auf über 100.000 Dollar zu kommen. Also die Zahlen werden kleiner und kleiner, wenn du siehst, wie viele Leute das überhaupt ernst nehmen und auf Amazon Gas geben. Und da sind wir schon bei einer Konkurrentenzahl, die doch deutlich überschaubarer ist als knapp 10 Millionen Verkäufer. Argument 2 ist, Amazon wird immer schwerer, Amazon lässt sich immer mehr einfallen, wo du dich nachrichten musst, was du erledigen musst, um dich überhaupt zu registrieren, deinen Betrieb am Laufen zu halten. Und ja, so ist es, wie vorhin im Intro schon erwähnt, Amazon wächst immer größer und dabei erwarten die auch Verkäufer, die mehr und mehr Verantwortung übernehmen und sich an die Regeln halten. Und deswegen ist Amazon keine Sache, mit der man über Nacht reich werden kann, sondern es erfordert die Bereitschaft, sich Wissen anzueignen, Arbeit zu investieren und natürlich auch noch Geld zu investieren. Und da sind einfach schon viele Leute raus, wenn sie das hören. Im Gegensatz dazu bekommst du Amazon, die deine Ware lagern, packen und verschicken. Und irgendwann, wenn die ganzen Vorbereitungen gemacht sind und das Produkt läuft, dann siehst du, wie Amazon das täglich für dich tut, deine Umsatzzahlen raufgehen, aber deine Arbeit, die von dir gefordert ist, plötzlich runtergehen. Das ist die Belohnung dann, die mit dem Erfolg ganz klar kommt. Deswegen ist es für mich kein Thema, dass Amazon immer schwerer wird, weil das ist eine Hürde, die andere Verkäufer abhält. Kommen wir zum nächsten Argument. Amazon ist überlaufen von China-Händlern. Ich habe das letzte Video dazu gemacht zum Thema China-Händler. Da habe ich im Detail gezeigt, was für Tricks die anwenden. Und es ist einfach so, es wird gesagt, China-Händler unterbieten dich in deinem Preis, wenn du ein Produkt startest, kopieren das, machen es nach, machen es billiger, du hast keine Chance. Und das sind häufig schon mal Argumente von Leuten, die es erst gar nicht probieren, die schon aufgeben, bevor sie es einmal selber gemacht haben, um selber zu sagen, nicht ich habe aufgegeben, sondern die anderen sind dran schuld. Das ist meine klare Überzeugung, weil es ist so, es gibt China-Händler auf Amazon und die sind ganz stark bei Billigprodukten, aber das war auch die Quintessenz vom letzten Video. Umso spezieller du wirst, umso mehr du in eine Nische gehst, umso weniger Konkurrenz hast du von denen. Und das kannst du sehr intelligent anstellen. Dafür gibt es Tools, mit denen du auslesen kannst, was deutsche Amazon-Kunden auf der Seite eigentlich suchen, wo der genaue Bedarf ist und ein spezielles Produkt dafür anzubieten, anstatt nur reinzugehen und etwas zu kopieren, was andere jetzt bereits verkaufen. Und um dir auch da ein Beispiel zu geben, ich gehe mal auf Alibaba, auf die große Verkaufsseite in China, wo man solche passenden Produkte finden kann. Das sind zum Beispiel solche Fitnessbänder, mit denen man mit diesen Gummibändern zu Hause trainieren kann. Kostet im Einkauf 1,25 Dollar. Das Problem ist, genau das gleiche Produkt gibt es zuhauf schon auf Amazon zu kaufen und viele denken, das ist die Bestätigung, dass es für sie auch funktioniert, weil es andere offenbar erfolgreich verkaufen, aber so ist es eben nicht. Dann bist du nur der X-te, der das gleiche Produkt anbietet und kümmerst dich überhaupt nicht an das, was deine Kunden eigentlich wollen. Deswegen geh den anderen Schritt und schau nach der Nachfrage. Identifiziere eine Nische, die möglichst überschaubar mit anderen Händlern ist. Nächster Punkt, immer noch China-Händler. Das ist so groß, dass ich daraus mehrere Punkte machen musste, weil die chinesischen Händler, die haben einfach ein sehr kurzfristiges Denken. Die wollen maximalen Umsatz und gehen dafür auch ein sehr hohes Risiko ein. Das Problem ist dabei, dass deren Accounts extrem schnell gesperrt werden. Von den Accounts, die Amazon sperrt, ist ein sehr, sehr großer Teil der von chinesischen Händlern. Das solltest du nicht nachmachen. Mach das Gegenteil. Denke langfristig. Baue eine Marke auf, die Leute schätzen, von den Leuten, die Qualität verstehen und eine Marke, die langfristig wertvoller wird. Und das ist mehr und mehr eine neue Entwicklung im Amazon-Bereich, dass es Firmen gibt, Marken von kleinen, freien Amazon-Händlern einkaufen, weil sie an das Potenzial glauben und sagen, daraus können wir noch mehr machen, die wollen wir übernehmen und damit weiterarbeiten. Eine Firma ist zum Beispiel die Berlin Brands Group, ist ein Unternehmen hier in Deutschland, die haben, soweit ich weiß, ein Etat von 250 Millionen Euro
Und das ist eine Strategie, die immer wichtiger wird für deine erfolgreichen Amazon-Produkte, daraus eine klare Marke zu bauen. Und dann damit hast du irgendwann die Wahl zu sagen, ich verkaufe mein ganzes Projekt für viel, viel Geld, für ein Vielfaches von meinem Umsatz und habe ein Riesenbudget, um von vorne zu starten, wo ich jetzt schon weiß, wie ich das jederzeit wieder machen kann. Das ist eine sehr, sehr interessante Strategie und setzt sich von all dem ab, was die chinesischen Händler da treiben. Und kommen wir zum nächsten Punkt, das ist aber immer noch Punkt 3, diesmal bei China-Hersteller. Und zwar mit der Befürchtung, dass man ein enorm hohes Risiko eingeht, wenn man einen großen Geldbetrag in ein fernes Land überweist an jemanden, mit dem man bisher vielleicht nur per E-Mail geschrieben hat oder mit einem Textchat geschrieben hat. Und ich kann die Ansicht auf jeden Fall verstehen für jemanden, der gerade anfängt und der vor dieser Herausforderung steht. Das ist etwas, was einen durchaus Angst bereiten kann, dieser Gedanke. Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass ich bisher immer geliefert bekommen habe, was ich bestellt habe. Genauso in meinem Amazon-Kurs hat jeder eine Lieferung bekommen. Es ist nie passiert, dass irgendjemand einfach Geld genommen hat und ist verschwunden. Dafür gibt es auf Alibaba, der chinesischen Einkaufsseite, eben auch einige Tools, angefangen von den Alibaba Verified Logos. Die bekommen nur die Fabriken, die sich von Alibaba besuchen lassen und nachweisen, dass es nicht nur irgendein Internet-Account ist, sondern tatsächlich an der Adresse eine Fabrik steht, wo auch die Ware produziert wird. Das wird untersucht und bestätigt. Und danach kann man die Anbieter auf Alibaba filtern. Das ist schon mal sehr wichtig. Für deine Zahlung kannst du was nutzen wie die Alibaba Trade Assurance. Da tritt Alibaba als Treuhänder für das Geld auf und behält das so lange ein, bis der Lieferant schließlich die Ware zu dir geschickt hast und du Alibaba bestätigst, dass es genauso produziert wurde, wie du es besprochen hast, und erst dann wird es ausgezahlt. Ansonsten bekommst du das Geld wieder und das ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um da sicher zu gehen. Und zu guter Letzt kannst du bei Alibaba nach der Produktion auch einen Inspection Service buchen. Da gehen die nämlich zum Lieferanten und machen Stichproben von der Produktion und gucken, ob die Qualität auch so ist, ob die Ware gut ist, ob alles so ist, wie du es besprochen haben, und erst dann erfolgt der Versand. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, dass das nachgeguckt wird, während die Ware noch in China ist. Das lässt dir noch viel mehr Möglichkeiten, Dinge in Ordnung zu bringen. Kommen wir zum vierten Punkt, und das sind Kopien auf Amazon, aber nicht diesmal von den China-Händlern, sondern von Amazon Basics selber. Und zwar Amazon verkauft ja seit jeher eigene Produkte, und da gibt es die Gerüchte, dass Amazon genau auf die erfolgreichen Händler schaut und sagt, hey, der Artikel läuft gut, den kopieren wir doch mal 1:1, packen ihn auf die Plattform und werden dadurch der Top-Verkäufer daraus. Ist das so? Und da gab es zum Beispiel diesen Zeitungsbericht von den Kammertaschenhersteller Peak Design. Der hat eine Kammertasche entworfen, die heißt Everyday Sling. Sling, weil es ist eine Umhängetasche, eine Bauchtasche. Und wie sehen Bauchtaschen typischerweise aus? Die haben einen großen Reißverschluss drauf, vielleicht vorne noch ein kleines Täschchen. So auch die, wie du siehst, Reißverschluss, der rundherum geht, Reißverschluss vorne und diesen Sling, diese Schnalle, die dann die Kamera am Bauch hält. Und et voilà, Amazon Basics Produkt sieht zugegebenermaßen sehr, sehr ähnlich aus und hieß anfangs auf Amazon sogar Amazon Basic Everyday Sling. Das heißt, sie haben offenbar nicht nur das Design kopiert, sie haben auch den Namen 1:1 übernommen. Wie dreist ist das denn? Aber wenn man dann mal genau überlegt, wie soll eine Kameratasche, eine Bauchtasche, in der eine Kameratasche von der Größe her denn anders aussehen? Also von daher ist schon mal klar, dass es sehr ähnlich wird. Und ansonsten haben die im Design schon feine Unterschiede hier. Das Amazon-Produkt ist zwar ähnlich, aber es ist keine gleiche Kopie. Wie ist es denn dann mit den Namen? Haben sie sich strafbar gemacht, einfach den Namen zu kopieren? Nachträglich haben sie es wohl geändert und das rausgenommen nach der Kritik. Aber wenn man so viel in Entwicklung von dem Produkt und in das Marketing steckt, dann ist ja naheliegend, dass ein erfolgreicher Hersteller sowas schützt wie einen Markennamen. Hat diese Firma aber nicht gemacht. Und damit war der Name zur freien Verwendung und damit konnte auch Amazon ganz offiziell den Namen nutzen. Also da hat dieser Hersteller von der Kameratasche doch die Sicht, dass seine Kamerabauchtasche ein bisschen besonderer ist, als sie vielleicht tatsächlich ist, weil wieso sollte man den Namen sonst nicht schützen? Deswegen ganz klar, setz dich
damit ab von dem, was basic ist mit deinen Produkten, die du anbietest. Nummer 5, das ist das Amazon-Lagerlimit. Damit haben sie uns überrascht, als Corona ausgebrochen war. Das Versprechen war ja vorher, wir lagern all deine Ware ein und du brauchst einfach nur zugucken, wie sie auf Amazon verkauft wird. Ist wohl doch nicht so einfach gewesen, haben sie gesagt. Wir nehmen jetzt nur noch 200 deiner Produkte. Und wenn du 1000 aus China bestellt hast, wo kommt der Rest dann hin? Das war ein Riesenproblem, Aufschrei und für viele das Ende von FBA. Das hat Amazon jetzt wieder geändert und gesagt, für neue Verkäufer, die dürfen 1000 Einheiten einliefern. Sobald sie aber sehen, dass sich dein Produkt verkauft, erhöhen sie das Limit nach oben. Du kannst noch mehr einliefern. Also es ist jetzt einfach erfolgsbedingt. Wer viel verkauft, bekommt auch einen großen Platz in Amazon Lagerhaus. Und so ist es sicherlich die beste Lösung, nicht überhäuft zu werden mit Ware, die sich eventuell nicht verkauft, aber einen guten Service für die erfolgreichen Verkäufer zu bieten und die zu unterstützen. Wer am Anfang doch Probleme hat mit den Zwischenlagern, der kann einen Service-Dienstleister wie Unicorn Logistics benutzen. Die holen deine Ware aus China ab und lagern die bei sich in Deutschland zwischen und schicken dann immer Nachschub ins nächste Amazon-Lager, so wie du es brauchst. Das ist da meine beste Lösung für. Nummer 6, das sind die Amazon-Gebühren. Die gefallen den allerwenigsten. Wenn du Geld verdienst auf Amazon, möchtest du ja möglichst alles für dich behalten. Und dann hörst du, dass du 15% gleich mal abgeben musst an Amazon bei jedem Verkauf, der anfällt. Und dann musst du auch nochmal FBA-Gebühren zahlen. Das sind die Gebühren, wenn Amazon dein Produkt aus dem Lager nimmt, in einen Karton packt, Füllmaterial dazu tut und von einem Paketdienst wie DHL verschicken lässt. Und dann berechnen sie noch Lagergebühren, dass sie dein Paket im Lager halten. Und da könnte der eine oder andere doch auf die Idee kommen und sagen, das mache ich selber, ich brauche Amazon nicht. Und zum Beispiel bei 1&1 kann man für 19 Euro im Monat einen Webshop betreiben. Und da braucht man dann nur eine eigene Domain dazu und dann ist das alles und du musst keine Provision abgeben. Ich habe mir hier die Domain donaustore.de ausgesucht, die ist sogar noch frei. Amazon, der größte Fluss der Welt, Donau, der größte Fluss Deutschlands, ist doch eine gute Idee. Aber jetzt frag mal jemanden auf der Straße, wo würdest du denn die nächste Bestellung im Internet machen, bei Amazon oder bei donaustore.de? Da würden die sagen, hä, was war das andere nach Amazon nochmal? Und da verstehst du schnell, warum 15% Verkaufsgebühr eigentlich sehr fair sind, weil du hast eine sehr gut entwickelte Webseite, die die größte Suchmaschine der Welt für Leute ist, die etwas kaufen wollen. Und sie haben die größte Anzahl hinterlegter Kreditkarten und Bankkonten. Das hat sonst kein Händler wie Amazon. Deswegen fällt es vielen Leuten so viel einfacher, auch das nächste Mal wieder bei Amazon zu bestellen. Und du sparst dir das ganze Geld an Werbung, um Leute auf deine Webseite zu bringen, weil das ist für Online-Händler ansonsten eine sehr, sehr große Investition, die jeden Monat wieder anfällt. Punkt 7, und das ist nochmal China und damit das aktuelle Versandproblem. Das hört man mehr und mehr, das Containerproblem. Versand aus China ist so teuer wie nie, dauert so lange wie nie. Lohnt sich das überhaupt noch? Aber ganz klar, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Und jeder, der aus China Ware einkauft, der muss so lange warten, der muss die Transportkosten zahlen und besonders bei den Kosten ist es hinterher der Endkunde, der es schließlich am Ende bezahlt. Deswegen sind die Preise zeitweise einfach so, wie sie sind. Und da kannst du auch Kosten sparen, indem du bei zum Beispiel Unicorn Logistics vergleichen lässt, was aktuell der günstigste Versandweg aus China ist. Oder du gehst zu einem Dienstleister, den habe ich auch letztens hier vorgestellt und damit in einem ganz anderen Land, und zwar einen Service, den AMZ Resource anbietet. Link ist auch mal hier unter dem Video. Die suchen für dein Produkt einen Hersteller in der Türkei und das spart dir jede Menge Transportweg, Transportzeit und damit Transportkosten. Und du kannst deine Produkte sogar zollfrei vom europäischen Kontinent einkaufen. Und das gibt dir da viele Zeit- und Geldvorteile. Du siehst also schon mal ein bisschen, dass es Probleme gibt. Aber das ist nun mal die Arbeit von dir als Selbstständiger, Probleme zu lösen. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Amazon sperrt erfolgreiche Händler. Das ist auch ein Gerücht, was umgeht.
Das liest man von Leuten, die sagen, hey, irgendein Bekannter von mir hat mir erzählt, dass er erfolgreich auf Amazon war und dann haben sie ihn einfach gesperrt. Aber du kennst nie den genauen Verlauf der Geschichte, weil ganz klar, jetzt aktuell werden über 60% der Amazon-Produkte, der Produkte auf der Amazon-Seite von freien Händlern, wie du und ich einer sind, verkauft. Und damit basiert der Erfolg von Amazon auf uns freien Händlern. Ohne die wären sie nicht da, wo sie sind. Und das weiß Amazon auch. Und deswegen sperrt Amazon nicht wahllos einfach so die erfolgreichen Händler, an denen sie eigentlich verdienen. Nein, eigentlich unterstützen sie die. Damit verdienen sie ihr Geld. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe Spielregeln, die man auch einhalten muss. Und es gibt eine ganze Reihe schwarze Tricks, die manchen so bekannt sind, um Abkürzungen zu gehen, um schneller die Reviews nach oben zu bringen, die Bewertungen. Und daran stolpern einfach viele Händler und werden von Amazon einfach blockiert, weil sie sagen, das besteht auf Vertrauen. Das Vertrauen zu den Kunden ist die Nummer 1 Priorität bei Amazon. Das soll geschützt werden. Und dazu auch mein bester Rat wieder: Handel langfristig, sei dir bewusst, was die Amazon-Nutzungsbedingungen sind und schau, dass dein Marketing auch dem entspricht und damit steuerst du ordentlich in diese Probleme rein. Also ich hoffe, du fandst das Video interessant und hast vielleicht ein paar Gerüchte da drin wiedererkannt, die du schon mal gehört hast und ich habe vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, würde mich ungemein freuen. In den letzten Videos habe ich immer mal ein paar Kommentare vorgelesen, so auch heute wieder. Und da schreibt Ragazul: Warum man hier 13 Dislikes gibt, verstehe ich nicht, war sehr interessant. Ja, das Video hat 13 Dislikes bekommen, sehr kurzfristig. Und so sieht es bei ziemlich jedem Video aus, was ich veröffentliche. Ob das Video viele Views sammelt und sehr viel angesehen wird oder mal weniger Views gibt. Es gibt immer zwischen 12 und 14 Dislikes und das immer ziemlich schnell, wenn ich ein Video veröffentliche. Ich habe die Vermutung, das ist wirklich ein Hater, der auf ganz vielen Accounts sofort disliked, wenn ich ein neues Video rauflade. Und es ist einfach so, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Es gibt immer Leute, die sehen, dass jemand erfolgreich mit etwas ist und sich darüber ärgern. Und die sehen nur die Spitze vom Eisberg und nicht das, was da drunter ist. Und so habe ich auch zig Videos in meinen Anfängen gemacht, die kaum Views gesehen haben. Als mein Kanal noch ganz klein war, hat es auch eine Weile erstmal gedauert, bis es überhaupt Fahrt angenommen hat, bis es überhaupt irgendwo mal einen Euro verdient hat durch die YouTube-Videos. Aber ich habe einfach dran geglaubt, dass es nützlich ist, was ich teile. Und ich bin dran geblieben, konstant einfach weiterzumachen. Video für Video und bin deswegen super dankbar, dass wir zu so einer riesen Community gewachsen sind. Also klick auf jeden Fall auch unbedingt den Like-Button nach oben, wenn es geht, aber egal in jede Richtung. Ich freue mich von dir zu hören. Vielen Dank dafür und in dem Sinne, vielleicht lese ich halt nächste Woche deinen Kommentar vor. Also hab eine großartige Woche, viel Erfolg beim Vorbereiten von deinem Amazon-Business und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.